Hallo und willkommen. Ich bin Amir Ghannam und ich komme aus Palästina. Und ich bin Samar, ich komme aus Syrien. Ja, aber das ist gut. Das ist super. Bist du bereit? Ja. Du kannst die Kamera einschalten. Läuft noch nicht? Einschalten. Grüß Gott. Now the very big step, the Refugee TV Media Summit. Now the Refugee TV is making the Academy of Refugee TV for media for the beginners and also for the youngsters. Heute waren 20 Jugendliche im Workshop. Es wurden 4 Beiträge produziert. Ein Team hat die Küche besucht. Ein Team hat die Leute befragt. Ein Team hat eine Fußball-Challenge gemacht. Und ein Team hat mit Refugee TV Reporter Arman gesprochen. Letzte Woche er hat ein Flüchtlingslager in Idomeni gedreht. Hallo, mein Name ist Amir Khan. Ich komme aus Afghanistan. Meine Muttersprache ist Dari. Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen. Heute treffen in Salzburg mit den Arman. Ihr kommt auch aus Afghanistan. Ihr lebt von 2 Jahren vor Deutschland. Wir schauen heute, was machen in Salzburg. Also letzte Woche war ich in Idomeni, in Flüchtlingslager. Das sind ungefähr 14.000, 15.000 Flüchtlinge und die Situation war echt schrecklich. Da gab es keine Hilfe von griechischer Regierung und EU. Das sind nur die ehrenamtlichen Volunteer beschäftigt und die helfen die Flüchtlinge. Hier sieht man mehrere Flüchtlingskinder und die brauchen ein bisschen Glück oder Freizeit, Beschäftigung. Und habe mit den Kindern gespielt und habe auch was Spende gegeben, so Schokoladen und sowas. Und die armen Kinder, die brauchen auch Aufmerksamkeit, die brauchen Hilfe. Und wir müssen auch so denken, dass die Kinder, die sind auch wie unsere Kinder. Wir haben auch zu Hause unsere Kinder in ein Luxusleben. Aber die Arme, die haben nur Plastikzelten und die haben nichts viel zu messen. Die kriegen kein Spielzeuge, keine Freizeitbeschäftigung. Und es hat mich echt wehgetan. Wie lange warst du in Idomeni? Also ich war ungefähr eine Woche in Idomeni und da haben wir unsere nächste Reportage für Refugee TV gedreht. Was haben die Flüchtlinge sich gewünscht und was haben die von EU erwartet? Wissen Sie schon, dass die Lage und Situation ist echt grausam in Idomeni und die wollen natürlich weitergehen. Die wollen nicht in Türkei bleiben oder in Griechenland. Und jeder hat sich gewünscht, dass so bald wie möglich die Grenze wird wieder geöffnet und die konnten dann weitergehen. Und jeder hat eine Hoffnung gehabt, Hoffnung vor eine bessere Zukunft. Hallo, ich bin Sirkana, ich komme aus Äthiopien, ich bin 17 Jahre alt. Heute sind wir bei FS1 und wir haben Leute befragt. Heimat. Lost. Warm.
Salzburg. Familie. Freiheit. Luft. Leben. Hat leider nicht jeder. To say what you think, not harm others. Leben genießen. Liebe. Liebe. Ein schwieriges Unterfangen. Organisch. Sich auflösen. The goal. Wahnsinnige Gefühle. Krieg. The most danger. Dunkel und kalt. Schrecklich. Krieg. Ja. Krieg ist Katastrophe. Okay, Zukunft. Zukunft. Ja. Zukunft, träumen und Wahrheit. Ich hoffe, wird besser als jetzt. Schwierig. Zukunft ungewiss. Danke. Danke sehr. Go. Welcome in Refugee TV. My name is Amer Ghannam, and we are here in the station from Refugee TV. We want to make a small challenge with the people who comes today in the event. So the challenge is with the poll. We have here a poll with a carton. The carton is with the hole. The people should be stand there. You can photo here. And the people you will sit here, and we should be challenge each other to put the ball in the hole. So we wanna start now, and we wanna search about someone who wanna challenge. Do you like football? Yes, very much. What's your favorite team? My favorite team, good question. I would say for now it's Austria Salzburg, the old traditional football club of Salzburg. Okay. I'm born and raised up in Styria, and so my favorite team is Sturm Graz. Okay, good. And do you like football or not? Oh, partly. The Austrian league is not on a top level, so I prefer the international competitions. Okay, good. Yeah. Good answer. As you see, we have here a poll, okay, yeah. And here carton with a hole. So mm-hmm. we want to make a challenge between you. Who is the scores in put the poll in the hole? Okay. Yes. Are you ready for the challenge? Yes, we are ready. And yeah. You? I'm ready. Okay, let's go. Do you like football? No, I don't really like football. Okay, so you didn't have a favorite team for you? No. Okay, and you, what's your name? Oh, my name is Arman. And do you like football? Yeah, I like football. What's your favorite team? FC Bayern, Mia San Mia. Hallo und willkommen. Ich bin Samar, ich komme aus Syrien. Heute bin ich in Salzburg in die Refugee TV Media Summit. Jetzt bin ich in die Küche und ja, lass uns sehen, was die Leute hier machen. Hello, who are you and what are you doing here? Hello, I'm Amjad. I'm from Syria.
I'm here to cooking Syrian food. I now finished to cook galangi. It's famous in Syria and very delicious, and I hope to like it. Okay, can I ask you when the food will be ready? Yeah, it's ready after 1 hour. It's okay. 1 hour. And why are you really cooking here today? Refugees TV invite me to cook this event, and I come to cook, and I make some dishes from Syria, and my friend come to help me, and I have my friend, he's from Pakistan, and I have friend from Afghanistan, and we are feeling fun here. Thank you. I'm really looking forward to taste this delicious food. Thank you very much. Hallo, was machen Sie da in der Küche? Ja, hallo. Ich habe einen großen Hunger. Es riecht alles so gut hier. Ja. Und wir warten. Ja, das ist gut. Ja. Hallo, wie sind Sie und was kochen Sie für uns heute? Ich bin Shabab Hussein. Ich komme aus Pakistan. Heute koche ich für diese Refugee-Fernseher-TV, das pakistanische Essen. Und jetzt ich diese Kuchen, diese Kartoffeln mit Kichererbsenmehl. Ich hoffe, das schmeckt gut. Ja, ich glaube, das ist sehr lecker. Danke. Bitte. Was machst du in der Küche heute? Also, warte ganz kurz, ich zeige dir, was ich mache. Ja, essen. Ja, essen. Natürlich. Ja, weißt du was? Ich bin so groß erst. Sorry. Darf ich mal? Na, bitteschön, sorry. Das ist nur für mich. Kannst du aber probieren. Ja. Nein, nein. Probier. Danke. Okay. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, heute haben wir vieles gelernt und Spaß gehabt. Hallo, grüß Gott. Was machst du? Thank you very much. Wait us for the coming, but for sure it will be more. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ein Team hat die Küche besucht. Ein Team hat die Leute befragt. Ein Team hat einen Fußball gemacht. Challenge, challenge, okay.